Den Igel in meinem Garten füttere ich jeden Abend regelmäßig. Die Nahrung besteht aus Katzentrockenfutter sowie getrocknete Mehlwürmer und Rührei. Das Igelhaus wurde kurz inspiziert, ist aber zurzeit nicht bewohnt. Vor etwa 5 Wochen war es ein Igel, der jeden Abend kam. Mittlerweile sind es 4. Nach Einbruch der Dämmerung werden die Igel aktiv und gehen auf Futtersuche. Trotz der 2 Futterschalen gibt es immer wieder Futterneid. Dabei bleiben kleine Reibereien nicht aus und es wird auch schon mal zugebissen. Dass es auch anders geht, sieht man hier. In trauter Zweisamkeit wird gefressen. Ob zu zweit oder allein. Dem Igelmännchen schmeckt es jedenfalls. Trinkschalen sollten immer mit frischem Wasser gefüllt sein. Igel sind in der Regel nicht aggressiv, können jedoch, wenn sie verärgert werden, durchaus heftig fauchen. Meistens, wenn es um Artgenossen geht, die in ihrem Revier sind und sich ihrem Futterplatz nähern. Besonders laut sind sie, wenn sie in Paarungslaune oder in Streit mit Artgenossen sind.